FC Zürich gegen FC Sion. Das die Affiche vom heutigen Samstagabend. Bei mir der Cheftrainer von der ersten Mannschaft, Sami Hüpien. Sami, nach dieser 0:5 Niederlage im Derby gegen GC, warst du mehr Psychologe diese Woche oder mehr Fußballtrainer? Ich glaube beides. Wir haben eine schwierige Woche gehabt, wie alle anderen Leute auch. Aber ich wusste, dass wir diesen Selbstvertrauen für dieses Spiel dann brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und in Fußball, die neue Chance kommt schnell und dann muss man bereit sein, um diese neue Chance zu nutzen. Die neue Chance, um das letzte Wochenende etwas zu korrigieren. Was hast du der Mannschaft auf den Weg gegeben? Ja, erste Halbzeit letzte Woche war gut und ich war ganz positiv Halbzeit, dass wir zurückkommen können. Aber dann das zweite Tor war ein bisschen, dass wir glaubten nicht mehr, dass wir zurückkommen. Und diesen Glaube mussten wir sehr schnell zurückbekommen. Und ich hoffe, dass wir so gearbeitet haben diese Woche, dass wir die Glaube wieder zurückhaben und Selbstvertrauen, um gut zu spielen und Spiel zu gewinnen. Es war eine Woche voller Kritik, ganz klar, nach dieser Niederlage im Derby. Wie hast du versucht, die Mannschaft abzuschirmen von dieser Kritik? Oder hast du sie überhaupt abgeschirmt? Na, jeder macht seine eigene Entscheidung, ob man TV guckt oder Zeitungen liest. Und ich normalerweise lese nicht zu viel. Ich war ganz okay in dieser Weise, dass ich brauchte nicht meinen Schlaf verlieren über Kritik. Kritik ist normal, wenn es schlecht geht oder nach 0:5 Kritik kommt. Und das ist Teil von Fußball. Und man muss mental sehr stark sein, um über diese Kritik zu kommen und weitermachen und dann nächstes Spiel besser spielen. Keine schlaflose Nacht als beim Sami Hüpien. Wir hoffen, dass es so weitergeht, dass es einen Haufen Träume gibt von einem hoffentlich guten Spiel gegen Sion, so dass man die Vorrunde doch noch einigermaßen positiv abschliessen kann. FCZ gegen FC Sion, gleich geht's los.